Ah. Respawn. Scheiße, den Drachen erlegt und dann sowas, ey. So ein Sack. Scheiß Enderman, ey. Oh, die ganzen Level. Nehme ich denn da? Ich hab, kein Fleisch mehr. Doch hier unten. Steck. Ich krieg die Meise. Aber naja, immerhin. Ja. Der Drache ist tot. Was ist denn hier noch verreckt? Hab ich das verloren? Ja, keine Ahnung. Lass uns mal unser Zeug zurückholen. Ich kann mich erwehren, ich habe einen Knochen. Verdammte Axt. Und scheiß Enderman, ey. Hab die Tür aufgelassen, ne? Naja, egal. Und scheiß Enderman, ey. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn der? Hier lang. Naja. Immerhin, wir haben den Drachen down. Whoopsie Daisy. Mein Zeug da hinten irgendwo. Schön am Boden gucken, weil Enderman und so. Wenigstens ein paar Level wieder. Das sieht gut aus. Die Frage ist, das Portal fürs Outer End, ist das auch irgendwo erschienen? Ich glaube nicht, ne? Doch, da! Da ist es. Das ist das, was ich gesucht habe. Perfekt. Gut, dann kleinen Moment. Das machen wir gleich. Scaffolding ist wahrscheinlich nicht die beste Idee. Bei Enderperlen haben wir Obsidian, haben wir auch ein bisschen bekommen. Das können wir auch hier lassen. Ja, scheiße, das ist okay. Sie kommen mit. Und ich brauche mein Schwert. Das hängt natürlich jetzt. Au, oh, nicht schon wieder. Mann, verpisst euch. Nervigen Kackviecher, ne? Elend, Enderman. Wo war das Ding jetzt fürs Outer End? Da oben. Das hängt natürlich super, super
unschön dort über der Klippe. Das kann ja lustig werden. Meter sind es noch. Habe ich mir das gut überlegt? Ich sage mal nein. Oh Mann. Ich war da noch nie. Ich habe das mal in Screenshots und in einem Video gesehen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Bäh. Ein bisschen. Die Steine reichen lange nicht. Shit. Okay. Schleich die Bus. Braucht ein bisschen Endstein noch. Enderman macht mich irgendwie ein bisschen nervös, ne? Ein bisschen. Das Schlimme ist, wenn wir jetzt in die Leere purzeln, dann sind wir am Arsch. Minecraft, warum tust du mir das an? So. Alter. Ich hasse es jetzt schon. So, kleine Plattform wäre vielleicht ganz schön. Sagen wir es mal so. Ringsrum, versteht sich.
Gleich. Bin wach, ich bin wach, ich bin wach. So. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass man hier eine Enderperle durchschmeißt. Die andere wäre, dass man mit einer Falltür sich so runterballert. Ich habe keine Falltür, also müssen wir die Enderperle nehmen. Was ich aber vorher nochmal mache, ist Folgendes. Nee, das ist Blödsinn. Ich habe keine zweite Ender-Chest. Oh Mann. Aua. Treffen wäre gut. Remote Gateway. Jetzt habe ich Schwein gehabt. Und zwar richtig. Denn. Oh, ich habe keine Enderperlen. Ach ja, die Enderperlen, das hatte ich vergessen. Die werden alle aufgebraucht. Aber das macht. Es gab mal einen Glitch, der hat dafür gesorgt. Aua. Moment. Lass mich monologisieren, du Arsch. Danke. Oh, meine schönen Level, ne? Es gab mal einen Glitch, der hat dafür gesorgt, dass man, naja, dass es nicht richtig geladen hat und man ist auf die Fresse gefallen. Scheiße, hab ich schon wieder Enderman angeguckt, oder? Hi, hi, hi. So, jetzt suchen wir eine Endstadt. Hier oben sind, glaube ich, auch. Die Dinger kann man anbauen, soweit ich weiß. Dazu braucht man aber das Ding, was oben drauf wächst. Ansonsten kriegt man nämlich hier nur Torusfrucht. Kann man essen. Und das teleportiert einen so ein bisschen random durch die Gegend. Das da oben braucht man, wenn man das anbauen möchte. Das da. Ich da jetzt rankomme. Wenn man das so macht, dann geht es komplett kaputt. Man muss das Ding vorher ernten. Also, den da. Wie gesagt, macht mich echt ein bisschen nervös. Die Frucht, also wenn wir es jetzt im Glas putteln, da, Churros Flower, die braucht man. Ich sehe keine Endstadt. Sollte mir vielleicht auch einen Marker setzen, wo wir hergekommen sind. New Waypoint. Exit. Gut, eine Karte zu haben. Ich brauche ein paar Steine. Wir bauen dann. Vielleicht noch in dieser Aufnahme, vielleicht ich auch auf Camera erstmal. Oder beim nächsten Mal auf jeden Fall im Rathaus noch weiter. Aber ich wollte halt gerne ein paar Chalker-Chests haben, damit wir definitiv, sag ich mal, halt
Früchte. Damit wir definitiv beim Bauen ein bisschen effektiver sind und größtes Inventar haben. Und so ein Elytra hätte ich auch gerne. Unheimlich gerne. So, also mal gucken. Ich hoffe mal, die Endermen lassen mich erstmal in Frieden. Das ist die große Preisfrage. Ich könnte mich jetzt auch mit einer Enderperle rüberballern, aber ich weiß nicht. Irgendwie traue ich dem Frieden nicht. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, warum. So. So ein Elytra macht das Ganze ein bisschen einfacher. Damit kann man halt gleiten. Oh, wenn man Raketen hat, kommt man richtig weit damit. So. Wir brauchen dafür aber, soweit ich weiß, eine Endstadt mit einem Luftschiff. Das ist da hinten, ist da ein Inselchen. Das ist nur eine Insel, ne? Mal gucken, wie viel Glück wir haben. Elementtechnisch sieht es hier echt gut aus, aber nun, das ist das, was ich am wenigsten suche. Vielleicht eher die große hier, ne? Da ist der Ausgang. Da drüben sieht es aus, als wenn es rüber geht. Also da wäre es kürzer. Verdammt dunkel hier, ne? Fuck, hat sich wieder einer angesprochen. Ich sollte beim nächsten Mal, wenn ich hier hingehe, mir einen Kürbis mitnehmen. Aua. Weil, also so ein Kürbiskopf, dann könnt ihr mich mal gern haben. Da ist die Sicht ein bisschen blurry, aber das passt schon. Vielleicht doch eher da drüben rüber. So. Ich bin mir nicht sicher. Da ist unser Ausgang. Wir könnten ja von da aus nochmal darüber. Bis jetzt echt ernüchternd, sag ich mal. Wie gesagt, wichtigster Faktor ist, wenn man hier absegelt, also wenn man hier wirklich in die Leere fällt, wie beim Enderdrachen, dann ist man tot. Und das ganze Zeug, was man dabei hat, ist weg. Das möchte ich möglichst vermeiden. Hier, sieh da. Danke. Du genauso, Kollege. Kommt er wieder? Nee. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Steine. Weil, wie viel haben wir davon? Naja, nicht so viel. Ein Stack wird nicht ausreichen. Das ist auch natürlich eine gute Möglichkeit, das Zeug zum Bauen zu benutzen, theoretisch. Praktisch werden wir es jetzt erstmal für Brücken verballern. Zwei Stacks.
2,5 Stacks. Na, mal gucken. Bisschen mehr.